Jausen, du willst Instagram-Stories machen, bei denen die Leute 90% durchgucken, vom ersten Element bis zum letzten. Dann gibt's jetzt mal einen kleinen Denkanstoß, wie du Stop-Motion und Tap-to-Engage in eine Story verpacken kannst, auf total easy, wo sich die Leute auf jeden Fall durchklicken. Wenn du nicht weißt, über was ich spreche, ich zeig dir hier mal ein gutes Beispiel, was wir gleich in schlecht nochmal nachmachen werden. Boom! Stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Was ist das Krasse an diesem Video gewesen? Naja, das ist eigentlich gar kein Video gewesen, sondern das sind Einzelbilder. Und wenn jemand meine Story guckt und sich dann nach vorne klickt, dann wird das wie so ein Stop-Motion-Video. Und ich zeige dir das jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Ich habe jetzt keine Tomaten da und auch nicht dein Produkt. Aber ganz viel Kleingeld. Tobi, kommst du mal rüber? Dann schauen wir uns das mal an, wie ich sowas mache. Es ist an sich auch gar nicht schwer. Oh, ihr merkt, der Boy hat wieder mal eine Jogginghose an. So muss das. Also, was habe ich hier aufgebaut? Ich habe hier mal Münzen genommen, also Geld. Und das habe ich in eine Herzform schon mal gelegt. Weil ich baue natürlich nicht das Herz, ja, vom ersten bis zum letzten, sondern ich lege erstmal mein Endbild hin und nehme dann immer was weg. So weiß ich nämlich, dass es am Schluss gut aussieht. Sonst würde ich total verkacken, wenn ich das Herz erst legen müsste. Also wir fangen mit dem Endbild an. So, jetzt habe ich hier meine Kamera drüber platziert. Ist jetzt nicht perfekt, man kennt den Jungen. Und was ich jetzt noch mache ist, ich bleibe mal lange auf dem Display drauf, damit sich hier der Fokus und auch die Belichtung nicht ändern. Natürlich, wenn draußen irgendwie Licht reinkommt etc., kann sich das mal ein bisschen ändern. Es sollte sich aber nicht. Also im besten Fall nur künstliches Licht, kein Tageslicht, was sich verändert. Aber nur, wenn du es perfekt machen willst. Es muss nicht immer perfekt sein. So, und was ich jetzt mache, ist ganz einfach. Ich mache jetzt ein Foto. Wupp. Und jetzt fange ich langsam an, hier was wegzunehmen. Wir fangen doch einfach mal mit dem Teil an. So, weg. Und noch ein Foto. Und das machen wir jetzt hier so durchgehend. Hopp, ich schiebe das jetzt einfach mal raus. Hopp. 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 Wieso mache ich eigentlich immer so ein Geräusch dazu? Hopp. Wie ein Idiot. Und boom. So macht man Content, Freunde der Sonne. So macht man bosshaften Content aus aus Gold Gold gemacht eigentlich. Ja, okay, wir setzen uns mal hin. Jetzt habe ich auf meinem Handy halt nur Fotos. Ich lade das jetzt in meiner Story hoch. Aber ich will ja, dass die Leute auch wissen, was sie machen sollen. Das Wichtige ist, wenn du so ein Ding baust, wo die Leute durch Weiterdrücken etwas bewegen können, musst du es ihnen vorher sagen im besten Fall. Also, was ich jetzt gemacht habe, hast du ja in dem Originalvideo gesehen, ist erstmal so ein Aufruf. Yo, 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 yo. Drück dich mal durch die nächsten Story-Elemente. Einfach ein ganz klarer Aufruf. Den nehme ich jetzt hierfür nicht nochmal auf. Also, kurz ansagen, was die Leute draus machen sollen. Klick dich durch, damit sie wissen, was gleich passiert und das nicht irgendwo untergeht. Alright, also Ansage hast du gemacht und dann, ich gehe jetzt bei mir in Instagram rein. Ich starte hier mal die Bildschirmaufnahme. Und das Schöne ist ja bei Instagram, wir haben die Möglichkeit, mehrere Bilder nacheinander gleichzeitig hochzuladen. Gleichzeitig nacheinander. Ich gehe jetzt mal hier rüber in meinen Story-Modus, swipe nach oben, komme jetzt auf meine Galerie und jetzt drücke ich hier oben rechts auf dieses mehrere Ebenen, mehrere Fotos hochladen, Zeichen, Icon und wähle meine ersten 10 Fotos aus. Upp. Denkt dran, ihr müsst wissen, was euer letztes Foto war, damit ihr dann beim nächsten Hochladen auch mit dem richtigen Anfang. Sonst ist der Effekt weg. Stell dir vor, du vergisst aus Versehen ein Münzfoto und so, sieht halt scheiße aus. Könntest du aber auch machen, um die Leute zu triggern. Ja, damit sie sagen, hey, das war ja voll cool, aber da war ein Fehler drin. Wenn du Bock auf mehr Interaktionen hast. So, auf jeden Fall jetzt sind hier meine ersten 10 Fotos. Ich drücke auf Weiter und man sieht jetzt schon den Effekt, wenn ich jetzt hier so tappe. Man sieht, ich habe ein bisschen zu weit am Rand bin ich gegangen. Macht das nicht, so wie ich, kann man sich eben hier so durchtappen.
So, jetzt drücke ich auf Weiter, lade quasi diese 10 Teile hoch in meine Story. Oh Gott, jetzt habe ich vergessen zum Beispiel, was der letzte war. Hört auf, mich abzulenken, Freunde der Sonne. Okay, wir sind bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Münzen. So, weiter, lade das in meine Story hoch, gehe auf Fertig und sofort danach, die Leute sollen ja den Effekt haben. Pass auf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oh nein, 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 nein. Oh Gott, der Boy verkackt. So, und jetzt nehme ich die nächsten 10 Elemente und du musst schnell sein, weil stell dir vor, jemand sieht jetzt die ersten, will sich da durchklicken und es passiert nichts. Drück auf Weiter, drück nochmal auf Weiter. Bam, teil das bei mir in der Story. Und jetzt habe ich hier wie ein Daumenkino geschaffen. Ja? Leute können sich durchklicken auf den rechten Rand meiner Story, weiterklicken und dieses, ja, quasi dieses Video abspielen. Am Schluss habe ich noch so einen kleinen Abstimmungsbalken eingebaut, was ich falsch gemacht habe. Du musst dran denken, wenn die Leute sich so durchklicken und du willst am Schluss noch eine wichtige Information einbauen, kann es gut sein, dass die Leute sich bei der letzten Information auch drüber klicken, weil sie in so einem Klickmodus sind. Könntest du überlegen, ob du das letzte Bild, wo das Herz liegt, einfach dreimal nacheinander in deiner Story hochlädst, sodass sich erstmal nichts mehr bewegt und dann deine wichtige Information reinhauen. Wir gehen jetzt mal kurz bei mir in Story-Modus. Ich muss es auch gleich wieder löschen, weil die Leute sich sonst fragen, was ich hier mache. Bup, wir schauen uns noch einmal an. So können sich die Leute dann durchklicken. Das kannst du mit deinem Produkt machen, mit egal was. Tu es einfach so. Und während hier jetzt kurz Fahrstuhlmusik läuft, lösche ich die einzelnen Stories mal. Wisst ihr, was blöd ist? Man kann Stories nicht im Bulk löschen. Das heißt, ich muss diese Einzelteile jetzt hier löschen. Fahrstuhlmusik. Boah, es ist nervig. Alles nur für euch. Ja, Tobi, du musst jetzt durchziehen, ne? Wir müssen über 10 Minuten kommen wegen Werbeeinblendungen. Reichen auch 8 Minuten, ach ja, stimmt, die sind ja runtergegangen, ne? Ab 8 Minuten, oder? Er weiß das schon so da hinten dran, er weiß schon gleich, was geht. So, fuck, Alter, die Leute haben hier schon mitgespielt. Ich kann euch auch nur mal so sagen, bei mir haben sich 90% der Leute wirklich durchgeklickt, vom ersten Element bis zum letzten. Und das ist schon krass, wenn man kaum jemanden verliert oder maximal 10% bei einer Story, die aus 20 Teilen besteht, dass die Leute so lange dranbleiben. Das liegt halt einfach daran, dass die Leute auch mitmachen können, sehen wollen, was passiert. Ich hätte jetzt natürlich auch am Schluss, so, alles gelöscht, Bildschirmaufnahme stoppen. Ich hätte jetzt natürlich auch am Schluss irgendwie noch was Lustiges einbauen können, mit was die Leute nicht rechnen würden. Ja, also ich meine, am Schluss war jetzt hier klar, okay, wir haben ein Herz. Hätte auch am Schluss statt dem Herz einfach einen Mittelfinger zeigen können. Wäre auch lustig gewesen, muss aber nicht sein. Was sollst du jetzt mitnehmen für dich? Überleg doch mal, ob du durch eine Fotoreihe, die so aufgebaut ist, die Leute mit dem Tap to Engage, das heißt drücken, um mitzumachen, dazu bekommst, sich durch deine Story durchzuklicken, weil sie merken, da passiert was, wenn ich drücke. Das sind nur Einzelfotos. Denk dran, du musst das nicht mit Münzen machen, du musst das nicht mit Tomaten machen. Du kannst es auch natürlich mit deinem Produkt machen, wenn du magst. Du kannst das mit Menschen machen, du kannst das mit allem machen. Der wichtige Punkt ist folgendes. Spiele jetzt nicht ein Stop-Motion-Video aus. Also ich hätte jetzt auch einfach diese einzelnen Bilder nehmen können und hätte ein Video draus machen können. Okay, wo die Leute sehen, oh geil, da passiert was. Aber das wäre ein Friss- oder Stirb-Produkt. Ja, das ist dann so, hey geil, schaust du dir das Video an oder nicht? Hier, da ich Einzelbilder gepostet habe, Boss-Move, merkt ihr das, drücken sich die Leute durch ganz bewusst. Und irgendwo baust du dann deine Werbung natürlich noch mit ein. Ansonsten kündige das davor an, was jetzt kommt. Das ist ganz wichtig, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Und mach noch am Schluss irgendwas Abrundendes in dein Stop-Motion, Tap-to-Engage, Stories mit 90% Durchschaurate, Stuff rein. Ich weiß nicht, ob das richtig Deutsch war. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine richtige Sprache war. Ist aber auch egal, weil was du auch machen kannst, wenn du meine Sprache nicht sprichst, ist ein Daumen nach oben da lassen, wenn dir das Video gefallen hat. Den Kanal zu abonnieren, es gibt mindestens 2 Videos die Woche. Momentan machen wir, glaube ich, sogar ein paar mehr. Ich weiß aber nicht, wann dieses Video hier rauskommt. Wenn du so eine Story bastelst, poste das, markier mich. Ich teile das gerne. Und ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, wenn du mal willst, dass ich deinen Namen hier im Video erwähne. Da läuft gerade ein super Musikvideo, deswegen war ich abgelenkt. Wenn du mal willst, dass ich deinen Namen hier im Video erwähne, schreibst du drunter in die Kommentare. Shoutout. Und es gibt jetzt auch einen kleinen Instagram-Kurs von mir, gemeinsam mit meinem Workshop-Anbieter. Habe ich mich mal dazu überwunden, so einen Kurs zu machen. Den Link dazu findest du auch in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin hat das letzte Wort wie immer der Typ. Also er hat es nie, aber er darf jetzt mal hinter der Kamera. Tobi, willst du noch was sagen? Hauste! Hauste!